Schön, dass du wieder da bist, hier auf meinem Channel, aus meinem wunderbaren Garten. Heute habe ich dich dabei, drei Signale, drei Anzeichen, an denen du absolut todessicher erkennst, dass die Frau auf dich steht. Und ich merke das immer wieder in Coachings mit meinen Teilnehmern, die sind immer so, ja, aber was sind das für Signale? Und ich bin dann so, guck mal, das war ein Signal. Und dann sind die Männer immer verwirrt und sehen diese Signale nicht. Und ich denke mir immer, nein, wie kannst du das nicht sehen? Frauen geben so offensichtliche Signale. Und ich bringe dir oder habe dir heute die drei eindeutigsten mitgebracht, die, wenn du diese Signale siehst, kannst du hundertprozentig davon ausgehen, die Frau steht auf dich oder möchte zumindest dich mal näher kennenlernen. Und das erste Signal, und das ist einfach so ein starkes Signal, ist Körperkontakt. Ja, immer wieder fragen mich Männer so, ja, die Frau hat Körperkontakt mit mir aufgebaut. Ja, aber das bedeutet ja nicht so viel. Oder das war bestimmt nur aus Versehen. Oder das war bestimmt nur einfach so. Glaub mir eine Sache, wenn eine Frau Körperkontakt mit dir aufbaut, dann war das nicht aus Versehen. Dann war das auf jeden Fall vollkommen beabsichtigt. Ja, bei uns Männern ist das vielleicht manchmal so, dass wir das nicht mit einer Absicht dahinter machen. Bei einer Frau kannst du dir absolut sicher sein, das war beabsichtigt, das hat die so geplant. Ganz egal, was für eine Art von Körperkontakt das ist, ob das nur so eine kurze Armberührung ist oder nur kurz an der Schulter. Eine Frau ist sich sehr bewusst darüber, was sie mit ihrem Körper macht, sehr bewusst darüber, was sie überhaupt in der Gegenwart von Männern macht, ja, weil eine Frau möchte halt aufpassen, dass sie nicht den falschen Männern irgendwelche Signale gibt, die ihr dann hinterherhecheln oder ihr auf andere Art und Weise auf den Sack gehen. Deswegen ist es so, dass wenn du körperliche Signale von der Frau bekommst, wenn die Frau dich berührt, dann ist das niemals zufällig passiert. Selbst wenn sie über einen Stein stolpert und in dich reinfällt, kannst du davon ausgehen, dass das wahrscheinlich nicht mal das war, was wahrscheinlich zufällig. Ja, alles hat einen Sinn dahinter. Die Frau hat sich ganz genau überlegt, was sie da macht. Und wenn sie Körperkontakt mit dir aufbaut, egal auf welche Art und Weise, egal wie klein oder unauffällig dir das scheint, geh mal davon aus, das bedeutet was, das ist ein Interessenssignal. Und dann kannst du auch an der Stelle mit dieser Frau sozusagen den nächsten Schritt gehen und gucken, was passiert. Ja, also wenn die Frau dir dieses Signal gibt, dieses körperliche Signal, dann geh mit ihr den nächsten Schritt. Das heißt, dann tausche mit ihr die Nummern, dann küss sie, dann fang an, sie auszuziehen, dann frag sie nach dem oder was auch immer der nächste Schritt sein könnte. Also sie gibt dir sozusagen in dem Moment von sich aus so ein bisschen die Erlaubnis, ja, guck mal hier, ich gebe dir ein Signal, ich bin bereit für den nächsten Schritt. Und dann mach auch den nächsten Schritt. Körperkontakt von Frauen ist immer absichtlich und ich würde es immer als Interessensmerkmal auslegen. Die zweite Sache ist, wenn die Frau von sich aus mit dir Gespräche anfängt oder von sich aus mit dir chattet. Das heißt, wenn sie dir dann einfach mal zufällig morgens irgendwie schreibt, hey, wie geht's dir, wie war dein Wochenende, bla bla bla, dann kannst du davon ausgehen, das macht sie nicht einfach so, sondern das macht sie, um dir ein Signal zu senden, das dir sagen soll, hey, guck mal, ich möchte mit dir in Kontakt treten, mach doch mal bitte jetzt. Ja, das heißt, wenn die Frau dir irgendwas schickt, mit dir in Kontakt tritt, ja, außer ist es vielleicht, keine Ahnung, Weihnachten oder dein Geburtstag oder was auch immer, dann ist es vielleicht einfach nur eine normale Sache. Aber wenn die Frau mit dir in Kontakt tritt, dann geh davon aus, sie ist mit dir in Kontakt getreten, weil sie möchte, dass du das Ganze weiterführst. Und dann führ auch das Ganze weiter. Wir haben oft auf dem Channel über das Thema Führung geredet, wenn eine Frau Kontakt mit dir aufnimmt, ganz egal wie blöd dir das vorkommt oder wenn es einfach nur ein hey, wie geht's dir? Hey, wie war dein Tag? Du denkst dir so, ach ja, das bedeutet ja nicht viel. Weil wenn du eine Frau treffen wollen würdest, dann würdest du sie ja fragen, hey, wollen wir uns treffen? Deswegen denkst du, eine Frau würde das genauso machen, aber die Frauen machen das nun mal nicht so. Die Frauen machen das meistens bedeutend subtiler. Sie geben dir so subtile Hinweise. Schau mal, du könntest mich jetzt fragen, ich wäre jetzt bereit dazu. Und das geht halt meistens darüber, dass sie dich anschreibt oder dass sie dich anspricht oder dass sie auch, wenn du mit einer Frau sprichst, die du gerade neu kennenlernst, das Gespräch am Laufen hält. Es gibt kein größeres Interessenssignal, als wenn eine Frau ein Gespräch, was du angefangen hast, am Laufen hält. Da kannst du auch gerne mal, wenn du mit ihr jetzt auf einem oder kurz vor einem Instant-Date, einem Sofort-Date bist oder wenn du mit ihr quatscht, kannst du auch gerne mal ein bisschen eine Pause machen. Also dann mache ich auch manchmal aktiv eine Pause im Gespräch. Gebe ihr dann sozusagen den Raum und dann gucke ich, wie sie reagiert. Und oft ist es so, dass die Frau dann das Gespräch von sich aus weiterführt und dann weiß ich schon mal, aha, okay, sie ist bereit, sie ist ready, sie ist drin im Gespräch. Das heißt, wenn die Frau von sich aus ein Gespräch beginnt, wenn sie dir schreibt, wenn sie im Gespräch das Gespräch weiterführt mit Fragen, mit irgendwelchen Aussagen, geh davon aus, diese Frau hat Interesse und ist bereit, den nächsten Schritt mit dir zu gehen. Und dann geh auch den nächsten Schritt mit ihr. Und das dritte eindeutige Signal, das Männer oft übersehen oder absolut falsch deuten, ist, wenn die Frau dir ganz klar und ganz direkt sagt, sie will dich treffen, sie will irgendwas von dir, sie will dies und das, sie will XY. Wenn sie das sagt, kannst du davon ausgehen, dass da Wahrheit hintersteckt. Oft kommen Männer zu mir und sind dann so, ja, ich habe Angst, dass ich glaube, vielleicht war das auch nur so ein Shit-Test, vielleicht wollte sie mich auch nur testen. Glaub mir, wenn die Frau
ja, also ihre eher verstecktere Taktik aufgibt und direkt wird, dann ist schon einiges passiert. Ja, dann hat sie gemerkt, mit diesen versteckteren Signalen, so dieses, ich schreibe ihn mal an oder ich mache mal ein bisschen Körperkontakt, damit kriege ich den Mann nicht. Also gehe ich jetzt von dieser versteckteren Ebene auf eine direktere Ebene. Und manche Männer, und das ist kein Scheiß, manche Männer sind dann wirklich so, oh nein, das ist ein Test, darauf kann ich nicht eingehen. Ich sage erstmal, dass ich ein paar Wochen keine Zeit habe, um cooler zu wirken. So ein riesen Bullshit. Ohne Scheiß, wenn die Frau dir einen direkt kommuniziert, hey, ja, okay, let's go, let's do this, wollen wir uns mal treffen, XY, dann geh davon aus, dass das auch so ist und dann mach das Treffen aus. Spiel da nicht rum, mach nicht einen auf hard to get und ich bin so cool. Das ist ein eindeutiges Signal, viel eindeutiger geht's nicht. Du musst verstehen, das machen die Frauen immer nur dann, wenn die ganzen anderen Sachen, die ganzen Sachen, von denen wir vorher gesprochen haben, nicht funktioniert haben, dann gehen sie auf diese Ebene und schieben dir quasi ihre Intention direkt in die Fresse, damit du endlich erkennst, hey, ja, I want this. Lass uns den nächsten Schritt gehen und dann ist es deine Aufgabe, eben genau diesen nächsten Schritt auch mit der Frau zu gehen. Schön, dass du dabei warst, hier am Samstag aus meinem Garten. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Kannst du das Video abonnieren, kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für einen meiner Coaching-Plätze für nächstes Jahr bewerben. Und hier rechts von mir kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn dir dieses Video gefallen hat. Geil, dass du dabei warst, hier am Samstag. Wir sehen uns Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.